Es war für uns gleichzeitig ein kleiner Schrecken und eine Freude, als wir gehört haben, dass Weihbischof Gerber zukünftig Diözesanbischof in Fulda sein wird, weil damit für uns die Frage verbunden war, wie wird das mit seiner Aufgabe als unser Kontaktbischof dann sein? Wird er das als Bischof noch wirklich auch weiterführen können? Und es gab dann ganz schnell die Rückmeldung, ich will das versuchen, ich will alles dran setzen, dass ich Pfadfinderbischof bleibe. Das hat uns sehr gefreut und noch mehr hat uns gefreut, dass es dann auch tatsächlich so geworden ist und dass wir Sie trotz der vielfältigen neuen Aufgaben wieder hier auf der Bundesversammlung begrüßen dürfen. Und dann darf ich auch das Mikrofon direkt an Sie abgeben für das Grußwort. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung hier heute Morgen. Um an das Letzte anzuknüpfen, das war für mich eigentlich im Dezember nicht zur Frage gestanden, das jetzt gleich aufzugeben. Ich habe gedacht, ich gebe mir eine Testzeit und mache ja weiter. Und das kann man vielleicht an der Stelle auch so sagen, einer der Ersten, der mir eine SMS geschickt hat an diesem 13. war Bischof Oster, der gleich gesagt hat, aber du bleibst doch bitte dabei bei uns im Team der Jugendkommission und so weiter. Und ich gebe auch zu, so etwas stärker nochmal Fühlung zu haben mit Jugendverbänden, das schadet auch einem Bischof nichts. Man kriegt einfach nochmal anderes mit. Und ich glaube, auch es geht tatsächlich. Es ist sicherlich als Diözesanbischof nicht weniger Arbeit wie als Weihbischof, aber manche Faktoren sind günstiger. Fulda liegt deutlich näher an Westernohe oder auch an Orten wie diesen hier als Freiburg. Das heißt, es ist tatsächlich auch manches logistisch einfacher, als das von Freiburg auch ist. Und von daher, glaube ich, hebt sich das so einigermaßen auf und ist das auch machbar. Ja, heute Morgen hier auch für mich die Möglichkeit, auch ein paar Takte zu sagen, auch so auf ein paar Themen einzugehen. Zuerst ein Thema, das kann ich zurückgeben. Ich bin dankbar, dass wir mit Matthias Feldmann endlich einen Kuraten haben. Nach einer langen Vakanz, das war eine schwere Geburt, das so hinzukriegen, aber ich bin dankbar, dass das geht. Herzlichen Dank, dass Sie sich zur Wahl gestellt haben. Und ich bin sehr dankbar, dass wir mit Franziska Eckert auch die anderen 50% gut besetzen konnten, die Begegnungen, die wir bisher hatten. Das hat, denke ich, auch was. Mann, Frau, Priester, Frau und das, was möglich ist. Ja. Nein, aber die Begegnungen, die wir bis jetzt hatten, ich glaube, das ist echt eine Bereicherung. Das hat etwas Arbeit gekostet, das auch zu vermitteln mit dem Verband der Diözesen Deutschlands und dass darauf eingegangen wurde. Aber ich glaube, wir haben wirklich eine Lösung hier, die auch wirklich tragbar ist dann. Ich glaube, wir dürfen dankbar sein, dass dieses Projekt der Pfadfinderinnen, Pfadfinder Bibel zu einem Abschluss gekommen ist, dass die Bibel zu Weihnachten erschienen ist. Da möchte ich an dieser Stelle nochmal vielen Dank sagen allen, die da mitgearbeitet haben. Ich glaube, da ist wirklich ein sehr gutes Werk entstanden mit ganz vielen Impulsen, wie man mit unterschiedlichen Stufen auch arbeiten kann mit der Bibel. Die Bibel ist seit 2000 Jahren in der Form ein Buch, das einfach Menschen inspiriert, das Menschen neue Horizonte eröffnet, ihnen auch hilft, Lebensthemen zu bewältigen, Gottesbeziehungen zu finden. Und ich glaube, das ist wirklich wertvoll, was da drin steckt. Das zeigt für mich auch die Ernsthaftigkeit, mit der DPSGlerinnen und DPSGler unterwegs sind, bis hin, wie das Thema Tod aufgegriffen ist. Ich denke, es ging uns allen so. Das bewegt uns immer wie gestern Abend, wenn dieser Fürbitritus kommt und da einfach auch deutlich wird, Pfadfinderinnen, Pfadfinder, das ist ganz viel Action, Abenteuer, Erlebnis. Aber dann, wenn es darauf ankommt, auch eine tiefe Ernsthaftigkeit. Und das spiegelt sich mir auch in der Pfadfinderbibel. Und von daher einfach die Empfehlung, damit zu arbeiten, kreativ zu sein. Vielleicht entsteht ja auch irgendwie eine Plattform, wo man sich auch nochmal austauschen kann, virtuell, was für Erfahrungen habe ich gemacht, was ist uns gelungen im Stamm oder in der Gruppenstunde, damit auch zu arbeiten, dass es nochmal auch weitergeht. Ja, auf der Ebene der Bischofskonferenz beschäftigt uns natürlich vieles. Auch nochmal, das einfach auch kurz gesagt, die Frage, wie geht es weiter in der Bearbeitung und im Kampf gegen sexualisierte Gewalt. Es steht jetzt für August die Überarbeitung der Leitlinien aus, dass wir also auch bundeseinheitlich quasi den Rahmen wieder vorgeben. Das ist einfach alle paar Jahre dran, nicht zuletzt auch durch die Aufarbeitungen
Und die entsprechenden Studien, die da sind, gibt es ja auch nochmal neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die es einzuarbeiten gilt. Das steht jetzt an und davon abgeleitet werden dann auch die Diözesen dann auch nochmal ihre jeweiligen Leitlinien und Ordnungen auch überarbeiten. Wir haben am 19. August den Ständigen Rat und ich gehe davon aus, dass wir dort auch die Leitlinien dann verabschieden können. Wir werden sicherlich stärker als bisher darauf achten, das zeigt sich jetzt auch, dass wir gemeinsame Standards haben in den einzelnen Diözesen, nicht zuletzt auch was die Aufarbeitung, auch die Rolle der jeweiligen Institution, das was jetzt nochmal ansteht, an den Missbrauchserfahrungen der letzten Jahrzehnte hat, auch die Aktenführung, die nochmal gemeinsam nach Standards eben ausgearbeitet werden soll. Das sind auch deutliche Empfehlungen, die uns Professor Dressing, der die MHG-Studie geleitet hat, auch nochmal vor 2 Wochen sehr deutlich mitgegeben hat. Da sind einige Bistümer schon etwas vorangegangen und Professor Dressing hat deutlich gesagt, nein, ihr müsst erstmal gemeinsame Standards erarbeiten bei manchem, was Aufarbeitung, was Aktenführung angeht und dann in die Puschen kommen. Und das passiert gerade, dass diese gemeinsamen Standards auch erarbeitet werden. Ja, wir haben hinter uns die 72-Stunden-Aktion, da ist vieles darüber gesprochen worden. Ich glaube, das letzte Wochenende war für uns auch nochmal irgendwie paradigmatisch. Da lief parallel die Europawahl und da lief die 72-Stunden-Aktion. Die Europawahl, die auch vom Ergebnis her zeigt, auch nochmal manche Fragmentierung in unserer Gesellschaft, auch manche Entsolidarisierungstendenzen, auch zwischen den Völkern Europas. Und ich glaube, wir haben mit der 72-Stunden-Aktion ein massives Zeichen auch in eine ganz andere Richtung gesetzt. Was das auch nochmal heißt, ja, was das auch nochmal heißt, ich sage immer, das eine sind die vielen Insektenhotels, die da entstanden sind und Barfußpfade und was wir so alles gebaut haben. Aber das noch viel Wichtigere ist, dass da junge Menschen, und zwar im großen Stil, Schlüsselerfahrungen gemacht haben. Ich denke an die 15-, 16-, 17-Jährigen oder auch an die 13-, 14-Jährigen, dass die gemerkt haben, ich setze mich für andere ein, ich kann wirksam sein und es lohnt sich, sich für Menschen einzusetzen, die ganz anders sind, wo ich primär nichts habe. Das sind Urerfahrungen, die unsere Gesellschaft braucht und ich glaube, da haben wir ein sehr wirkungsvolles Zeichen auch gesetzt. Und ich möchte einfach dazu einladen, auch so eine 72-Stunden-Aktion nochmal unter diesem Aspekt auszuwerten. Also nicht nur, was war gut, was war schlecht, sondern was ist tatsächlich in diesen jungen Leuten passiert, was nämlich war in meinem Stamm, wie machen wir weiter, welche andere Kooperationspartner haben sich möglicherweise gezeigt. Ich habe so einiges beobachten dürfen. Es gab etwa im Kinzigtal, im Bistum Fulda, auch ökumenische Akzente, auch gerade zwischen den Pfadfinderinnen und Pfadfindern oder auch Akzente, was erlebt, das waren allerdings die Malteser, die bauen gerade eine Fußballmannschaft in Fulda auf mit afghanischen Geflüchteten, die werden jetzt in der Kreisliga C im Herbst an den Start gehen, auch das ist ein solidarisches Projekt eines unserer Jugendverbände, auch was heißt das da nochmal nachhaltig, auch da unterwegs zu sein. Integration ist hier ja schon längst ein Stichwort bei der DPSG und auch gut verortet nochmal. Ja, soviel zur 72-Stunden-Aktion, ich glaube auch, gestern vor einer Woche war 70 Jahre Grundgesetz. Eine Frage, die ja nicht wenige Soziologen bei uns beschäftigt, ist die Frage, wie geschieht es tatsächlich, dass die nächste Generation nicht nur informiert wird über das, was im Grundgesetz steht und was die Werte sind, sondern dass diese Werte auch tatsächlich zum eigenen Kompass werden. Und da sagt uns ein Soziologe wie Hans Joas, das hat damit zu tun, ob ein Mensch Evidenzerfahrungen macht. Das heißt, nicht nur, dass er davon hört, sondern dass er eine Erfahrung mit diesem Wert macht und merkt, und dadurch wächst mir ein Mehr an Leben zu, wachse ich nochmal als Persönlichkeit. Und ich glaube, genau das ist bei der 72-Stunden-Aktion auch deutlich passiert. Und dafür bin ich dankbar. Ja, vielleicht mal so viel von meiner Seite als Impuls über Themen, die uns, denke ich, beschäftigen. Auch so nochmal von Seiten der Bischofskonferenz. Ich denke, das wird vieles ergänzt. Die Jugendsynode, die wir letztes Jahr hatten, findet ja eine Fortsetzung. Auch nochmal auf gesamtkirchlicher Ebene. Aber dazu kann sicherlich Thomas Andoni nochmal mehr sagen, der dann auch daran teilnehmen wird. Das überlasse ich jetzt einfach mal Ihnen und bin jetzt bereit, falls es noch Rückfragen gibt.